Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fast und Dirty. In diesem Kapitel möchte ich euch eine weitere Prozeduralfunktion vorstellen, das Generated Band. Diese Materialfunktionen haben den Vorteil, dass man nicht unbedingt mit Texturen arbeiten muss und somit auch den Speicher stark entlasten kann. Ich benutze hier das Template oder das Projekt von dem vorherigen Kapitel. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, wer hier einsteigt, denn im Endeffekt werden wir nur eine Materialfunktion aufbauen und dementsprechend könnt ihr auch ein Blank-Projekt nehmen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr eventuell ein, zwei Texturen zur Verfügung habt. Also ich benutze hier ein Third-Person-Template mit Starter-Content. Ich mache es mir da ein bisschen bequemer, aber im Endeffekt würde ein Blank-Projekt mit ein, zwei Texturen vollkommen ausreichend sein. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe im letzten Kapitel einen Materialordner erstellt. Wer den jetzt nicht hat, sollte sich vielleicht einen Ordner anlegen mit rechter Maustaste, New Folder und ansonsten einfach mal den Materialordner öffnen. Bei mir sind die zwei sozusagen Materialien oder die Material und die Instanz vom vorherigen Kapitel noch enthalten. Ist aber natürlich nicht notwendig, dass ihr das jetzt nachbaut. Das könnt ihr im anderen Kapitel nachschauen. Und jetzt fangen wir einfach mal an, sozusagen unser Generated Band Material zu erstellen. Das heißt, rechte Maustaste, Material, das nennen wir jetzt Generated Band unterstrich M. Und per Doppelklick können wir das Ganze dann auch gleich öffnen. So, wie es der Name schon sagt, Generated Band, benötigen wir ein Generated Band Node und dementsprechend rechte Maustaste, Generated Band, da kommt es auch schon, dann per Klick holen wir uns das rein und diese Node besteht aus folgenden Parametern, aus der Width, aus der Sharpness, Offset, Direction Switch, Compare und Input Coordinates. Das S steht für Skalar, das B für Bool und das V2 für Vektor 2. Also hier sehen wir auch schon, welche Parameter hier benötigt werden. Gut, man könnte jetzt hier auch Konstanten einführen, aber wir wollen ja später das Ganze als Instanz darstellen, sodass wir es nachträglich sauber manipulieren können, ohne auf das Hauptmaterial zugreifen zu müssen. Deshalb arbeiten wir hier auch mit Skalarparametern, das heißt S gedrückt, linke Maustaste und dann dementsprechend nennen wir das Ganze Width. Dann benötigen wir einen neuen Skalarparameter. Ich mache das immer hier markiert mit STRG W. Dann kopiere ich die schön sauber durch. Dann kann man hier unten das auch nochmal umbenennen mit Sharpness. Dann benötigen wir, jetzt tue ich das gleich mal ein bisschen höher, dann benötigen wir einen nächsten, der heißt Offset. So, ein Offset-Skalar. Und jetzt kommt der Direction Switch, das ist ein Boolean, das heißt rechte Maustaste, da geben wir einfach Bool ein, dann kommt ein Static Bool und dieser Static Bool ist default auf False gesetzt und wenn man hier ein Heck hinsetzt, dann ist er True. Gut, wir lassen ihn default auf False und dementsprechend schiebe ich das Ganze wieder noch ein bisschen höher, dass ich noch ein bisschen mehr Platz kriege. Und jetzt brauchen wir noch einen Compare, das heißt ich kopiere mir den wieder durch. Den nenne ich jetzt hier Compare und nach dem Compare kommt noch ein Input Coordinates, das heißt ich kopiere mir den auch wieder durch, indem dass ich ihn markiere, STRG W, jetzt hat er mir den Param wieder weggenommen, das macht er mir jedes Mal. Gut, Compare und hier unten nenne ich das Ganze Input Coordinates. Gut, die Input Coordinates und jetzt können wir das Ganze verknüpfen, das heißt die Width mit der Width, die Sharpness Skalar mit der Sharpness, den Offset mit dem Offset, die Bool mit der Bool, die Compare mit der Compare und die Input Coordinates, die schießen wir jetzt nicht direkt rein, sondern das geht ja darum, wie dieses Material sozusagen im Tiling sich verhält. Das können wir natürlich, wir kennen es von den Texturen, noch mit einer Texture Coordinate vereinbaren und die bringen wir auch gleich ins Spiel. Coordinate, Texture Coordinate, da ist sie auch schon und die steht default ja auf 1,1, das heißt das Ganze verändert sich jetzt nicht durch das 1,1, wenn man das kleiner 1 macht oder größer 1, werden halt auch diese Tilings, das U-Tiling und V-Tiling dementsprechend vergrößert oder verkleinert, aber ich denke, das kennt ihr ja schon. So, und dann machen wir hier ein Multiply, M gedrückt, linke Maustaste, dass wir die Koordinaten mit dem
skalar praktisch multiplizieren und das Ganze kommt hier rein. So, jetzt steht natürlich hier alles auf 0, das heißt, wir schauen uns hier die Default Values an, das ist eine 0,25, das hier ist auch eine 0,25, das heißt, wir können sogar beide markieren hier, gehen in die Default Value rein und machen eine 0,25, dann sparen wir uns einen Handgriff, dann sind beide schon auf 0,25 geschalten. So, der Offset bleibt auf 0, das Static Bool, das haben wir uns jetzt für False entschieden, Compare steht auf Punkt 5, das heißt, wir müssen hier bei Compare ein 0,5 eingeben und die Input Coordinates, da ist nichts dabei, die lassen wir dann auf 1. Texture Coordinate ist sowieso im U und V Tiling auf 1 und hier 0, also mal 0 wird 0 ergeben, das bringt natürlich nichts. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch erstmal auf 1, dass wir hier auf so eine Art Standardeinstellung kommen. Das ganze Result schieben wir in die Emissive Color und jetzt sehen wir hier schon, dass wir hier so ein Art Band erzeugt haben. Natürlich ist es auf der Kugel nicht ganz so gut sichtbar, das heißt, wir wechseln jetzt mal rüber in einen Cube und dann sehen wir schon, wir haben hier ein Band. Gut, das ist jetzt unser Basismaterial und jetzt werden wir daraus gleich eine Instanz erstellen. Dazu speichern wir das Ganze einfach mal ab, gehen auf New Map, markieren unser Generated Band Material, rechte Maustaste, Create Material Instance und diese können wir dann per Doppelklick gleich öffnen. So, jetzt sehen wir hier sozusagen unsere Parameter, unsere Skalarparameter, die wir vorne definiert haben. Das heißt, wir können die jetzt hier aktivieren, dass wir das Ganze ändern können. Was mir jetzt auffällt, unser Boolean ist nicht da für die Direction. Das heißt, ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Das ist ein Static Bool. Das ist wahrscheinlich falsch. Den nehmen wir jetzt raus. Wir geben nochmal ein Bool, weil wir brauchen natürlich einen Parameter in dem Sinne. Und genau, dann könnte man den auch in der Instanz verwenden. Das sollten wir dann auch noch jetzt nachträglich ändern. Und den nennen wir Direction Switch. Und dementsprechend wird der natürlich wieder verbunden und ist Default auch falsch. Also der Unterschied ist, jetzt können wir das, wenn wir das speichern, auch in der Instanz verwenden. So, da ist er auch schon. Dann fangen wir gleich mal an, was wir hier so alles zaubern können. Das heißt hier, das ist unser Würfel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Direction Switch auf True stelle, dann dreht sich das ganze Band schon mal in die vertikale Richtung. So, das ist das eine. Machen wir jetzt zuerst weiter mit der Sharpness. Die Sharpness ist zuständig für die Schärfe, wie der Name das schon sagt. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein bisschen eine kleine Unschärfe mit drin und je höher wir die drehen, umso schärfer wird das Ganze. Drehen wir es nach unten oder in den negativen Bereich, dann verschwimmt es ein bisschen. Das heißt praktisch, wir kriegen hier mehr Aliasing mit rein und dementsprechend, je weiter ich runtergehe, umso mehr geht es ins Schwarze über. So, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Wert von 2 eingeben, dann haben wir hier ein absolut scharfes Bild mit scharfen Kanten. Als nächstes schauen wir mal den Parameter Width an. Der steht jetzt hier Default auf 0,25, das ist symbolisch für ein Viertel. Man muss sich das so vorstellen, 100% oder eben 100, also wir haben hier 0,25 schwarz, 0,25 weiß, nochmal 0,25 weiß und 0,25 schwarz. Ergibt also insgesamt 1. Das bedeutet jetzt im Endeffekt, dass sozusagen, wenn ich jetzt hier 0,5 eingebe, also nicht wundern, dann ist der ganze Würfel eben weiß und das kann man damit begründen, dass sozusagen hier sind es praktisch 0,5, also 50% und man muss jetzt einfach beachten, das muss man sich merken, dass die Width einfach die Hälfte darstellt von dem ursprünglichen, von der ursprünglichen Länge. Das bedeutet von hier aus gesehen minus 0,25 und von hier aus plus 25 sind wieder 50%. Gut, wenn man die Width jetzt einfach sozusagen auch runterschraubt auf 0,125, dann sieht es so aus, eben wie bei 0,5 eben das Ganze bedeckt ist. So, das kann man natürlich jetzt so sozusagen jetzt mal regeln. Das heißt, wenn man hier jetzt einfach mal schiebt, dann sehen wir auch, dass das Ganze eben dann schmäler oder breiter wird und im Endeffekt also bedenken, 0,25 bedeutet eigentlich fürs Band, dass das Band doppelten Wert besitzt. Als nächstes der Offset.
Der Offset steht Default auf 0, das heißt, wir haben hier keine Verschiebung dieser Textur. Das bedeutet, der Offset beginnt, wenn man sich es vorstellt, am Nullpunkt, also hier oben 0, 0. Und wenn ich jetzt hier mal 0,5 eingebe, dann wissen wir ja, das ist die Hälfte des Würfels. Das würde bedeuten, dass dieses Band sich um die Hälfte nach unten verschiebt, das heißt eine Einheit, zwei Einheiten, man sieht es jetzt auch schon, es ist praktisch hier runtergeschoben worden und da wir eine Wrap-Texture haben, geht es hier oben einfach wieder weiter. Nochmal zum Verständnis, hier haben wir keins und wenn wir das Ganze jetzt verschieben, geht das sozusagen in diese Richtung, dass wir hier bei 0,5 dementsprechend das Ganze um die Hälfte verschoben haben. Das heißt, hier geht unser Band los und hier oben geht es dann einfach weiter. Gut, jetzt ist das Ganze noch, man kann sich so vorstellen, der Offset beläuft sich zwischen 0 und 1. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt hier die 1 eingebe, dann schaut es wieder so aus, wie es war. Ebenso auch bei der 2, bei der 3, 4, 5, also bei allen ganzen Zahlen. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch mit 2,5. Dann haben wir hier praktisch auch wieder das Ergebnis wie von 0,5. So, jetzt schauen wir uns das Compare an. Das Compare ist etwas unverständlich und ein wenig verwirrend. Ich gehe nochmal in unser Band. Da haben wir das Compare und da besagt es, this value, the input is compared against to generate the band. Default is 0,5. So, was sollen wir uns darunter vorstellen? Das müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen austesten. Das Compare an und für sich, wenn ich es jetzt mal auf 0 stelle, gehe jetzt hier mit dem Offset erstmal auf Default, das Compare auf 0. Man sieht jetzt auch, dass das Band sozusagen oben ist und es ist halbiert. Jetzt, wenn wir hier in den Regler drehen, dann sehen wir, dass das Band reinfährt und unten raus. In Wahrheit sieht es fast so aus wie ein Offset, nur der einzige Unterschied ist, dass es eben hier nicht wrapped, das heißt, es kommt oben nicht wieder zum Vorschein. Das liegt jetzt daran, dass das Compare, also der Offset selber, verschiebt eigentlich nur den Startpunkt, während das Compare den Startpunkt komplett woanders legt. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, wir haben jetzt hier mal die 0, dann ist es hier und wenn wir hier eine 1 machen, dann haben wir das Band da unten. Das sind natürlich Effekte, die man, wenn man sie braucht, natürlich wissen muss, welche Regler man zu drehen hat. Jetzt gehen wir hier einfach mal auf 0,5. Und jetzt gehe ich mit dem Offset auch mal auf 0,5 und schon haben wir die Geschichte so stehen. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel dazu. Das heißt, wir wissen jetzt ganz genau, wenn wir jetzt ein Band nur unten haben wollen, dann gehen wir hier auf, oben haben wollen auf, genau, auf 0, 0. Und ich denke, wenn wir es unten haben wollen, dann gehen wir hier auf Compare auf 1. Da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Das hängt davon ab, wie natürlich euer Material auszusehen hat. Okay, gut. Zuletzt noch den Parameter Input Coordinates. Der ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Wir haben hier praktisch eine Texture Coordinate mit U-Teiling und V-Teiling 1 und über unseren Parameter Input Coordinates können wir durch den Multiplikator den Texture Coordinate gleichmäßig in V-Teiling und U-Teiling multiplizieren. So, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Da haben wir dann sozusagen jetzt momentan eine Input Coordinates von 1 und wenn wir jetzt, ich stelle jetzt erstmal hier wieder auf 0,5, dass unser Band wieder normal sichtbar ist. Und wenn wir jetzt hier eine 2 draus machen, dann sehen wir auch schon, dass wir zwei Bänder haben. Und wenn wir das hochschrauben, können wir natürlich immer mehr Bänder draus machen. Das heißt, wir können hier auch mal 6 draus machen. Hier, wenn wir es umdrehen, sieht es dann so aus. Und dementsprechend kann man hier die Bänder sozusagen multiplizieren. Gut, jetzt haben wir hier sozusagen mal eine 2. Dann können wir hier oben auch mal eine 0 schalten. Das bedeutet, das haben wir vorher schon gesehen, 0,5 lässt das Band ganz darstellen und die 0 halbiert das. Ebenfalls schauen wir das mal mit der 1 an, dann ist das genau andersrum. Und wenn wir jetzt die Width erhöhen auf 0,5, dann haben wir wieder so einen Effekt. Das heißt, hier kann man auch ganz viel rumspielen, was das Ganze natürlich dann wesentlich
interessanter macht, je nachdem, was man da für einen Anwendungszweck dazu hat. Dann mache ich hier nochmal die 0,5 und dann gehe ich hier mal mit dem Offset auf 0,25 und unten mit der Width wieder auf 0,5. Das braucht man nicht, da haben wir einen ganzen 0,25. Dann schauen wir jetzt so aus. Jetzt probiere ich hier mal rauf zu gehen auf so. Jetzt gehe ich mit den Bändern mal auf 6. Dann haben wir das so. Und den Offset auf 0,5. Dann stehen die auch da sauber da. Und da haben wir schon so ein kleines Grid erzeugt. Gut, also hier kann man praktisch auch wieder dementsprechend alles verschieben. Das heißt, hier wieder mit 0 arbeiten, dann geht das so rüber. Mit 1 geht es so rüber. Wir können auch mit 0,125 arbeiten, dann sieht es so aus und so weiter. Also hier könnt ihr noch ein bisschen rumspielen. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie ihr die Anwendung dazu benötigt. Gut, dann speichern wir erstmal wieder ab. Ich gehe aber trotzdem erstmal wieder auf Reset hier. Und jetzt möchte ich natürlich noch was zeigen dazu, dass wir hier nochmal in das Band gehen, weil wir können jetzt hier natürlich auch mit Farben arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal auf eine Vector-Color, das heißt ein V und ein linker Mausklick. Und dann schreibe ich hier rein Color und mit der Color, da wähle ich mir jetzt mal eine aus. Dann nehme ich jetzt einfach mal so ein Blau dazu, so ein helles meinetwegen. Und dementsprechend brauche ich hier ein Multiply, das heißt, ich gehe mit der Color in A, dann gehe ich mit dem Result in B. Jetzt muss ich aber auch nicht unbedingt in die Emissive gehen, ich kann es aber auch machen. Ich gehe jetzt in die Emissive, man kann jetzt auch in die Base Color und jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Und wenn ich das jetzt abspeichere, dementsprechend mache ich hier mal zwei Bänder draus, dass es ein bisschen lustiger wird. Und dann gehe ich auf meine New Map, ich gehe mal auf meine Landscape. Wer jetzt keine hat, kann es ja mit einem anderen Objekt mal ausprobieren. Und dementsprechend setze ich jetzt hier mal meinen Generated Bandmaterial ein. Und dann werden wir mal sehen, dass es hier schon eine ziemliche Psychedelic-Landschaft wird. Also im Endeffekt muss ich jetzt hier nichts painten. Ist natürlich ein bisschen zu hektisch jetzt an der Stelle. Aber ich kann natürlich jetzt hier auch noch zurückgehen. Und das passt natürlich jetzt auch nicht zur Landschaft, aber man sieht, dass man hier ganz lustige Anwendungsmöglichkeiten hat. Gut, jetzt haben wir das hier mit Color gemacht. Das gleiche können wir jetzt natürlich auch mit einer Textur machen. Das heißt, ich nehme das weg, drücke das T und die linke Maustaste. Dann suche ich mir eine Textur aus. Jetzt schauen wir mal, was wir hier alles haben. Was gibt es hier so Schönes? Ich glaube, da gab es auch mal ein bisschen so Fire oder... Weiß ich nicht, was da ist. Feuer, genau, nehmen wir mal das Feuer aus dem Feuerpartikelsystem und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und ich denke, das wird langsam etwas interessanter. Kann man das Ganze noch verschieben und dementsprechend ist das natürlich dann auch wieder anwendbar. Gut, jetzt hier sieht es natürlich dann natürlich nicht so gut aus, weil es einfach nicht zur Landschaft passt. Gut, aber vom Verständnis her, der Cube sieht doch schon mal ganz, ganz edel aus, so mit dem Feuer. Das kann man natürlich jetzt auch noch mit Materialeffekte, dass es dann flackert und so weiter, aber das habe ich ja schon in vorherigen Tutorials mal gezeigt, kann man das Ganze dann einfach noch veredeln. So, jetzt machen wir weiter, dass wir das Ganze auch noch kombinieren können. Und zwar wechseln wir dann mal wieder, ich speichere trotzdem nochmal sicherheitshalber ab, wieder in unser Generated Band und klinken jetzt erstmal wieder unsere Textur aus mit Alt und linke Maustaste und das Result schieben wir wieder in die Emissive Color. So, dann schaut es wieder so aus, dann gehen wir auf Save. Jetzt nur nochmal ein kleines Anwendungsbeispiel. Man könnte jetzt ja hier sozusagen, wenn man das so macht, und wir gehen jetzt hier mal höher auf 4 und versuchen das Ganze praktisch so zu machen. Wir haben einen Offset auch mit drin. Da können wir überall drehen noch, wie wir wollen. Oder die Sharpness auf 2 und die Width ein bisschen, egal wie. Einfach ein paar mehr so Inputs. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen schief legen würde, da kann man sich sogar so einen kleinen Lollipop machen. Gut, aber im Endeffekt nur Spaß jetzt. Also wir gehen jetzt einfach wieder auf die Default-Geschichten und werden das Ganze jetzt nochmal vermischen mit der gleichen Funktion. Das heißt, wir gehen auf unser
Band, aufs Hauptmaterial und dementsprechend, hier klinke ich das auch noch aus, aber das wird eh nicht berücksichtigt, weil es ja nicht verknüpft war. Und jetzt kopieren wir uns einfach mal das Generated Band nochmal durch, nach unten. Und dementsprechend werden wir ein zweites Band machen, das wird sozusagen dann, wenn wir das horizontal laufen lassen, lassen wir das andere dann vertikal laufen. Das bedeutet, wir nehmen hier die gleichen Parameter, das heißt die Width schiebe ich hier rein, die Sharpness kommt zur Sharpness, Offset zum Offset. Beim Direction Switch müssen wir aufpassen, das zeige ich jetzt gleich, weil wenn wir den jetzt da praktisch auch integrieren, dann benutzen wir hier bei beiden den gleichen Parameter. So, das Compare hierhin und der Multiply dann darunter. Und das bedeutet, wenn ich den Direction Switch jetzt auf True stelle, dann sind beide auf True. Das ist natürlich logisch. Wenn ich ihn durchkopiere, dann ist es das Gleiche. Das heißt, wenn ich den jetzt kopiere und würde den da unten reinstecken, dann habe ich natürlich das gleiche Ergebnis, dass ich sozusagen dann einfach immer beide auf True stelle. Also True, False. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Deswegen nenne ich den jetzt um in Parameter Switch 2 und damit ist der unabhängig und jetzt kann ich den auf True stellen und der andere bleibt auf False. Gut, dann haben wir hier das Result und das Result, das müssen wir natürlich jetzt dann auch in die Emissive, aber da wissen wir ja, das geht nicht, weil wir können nur eins reinstecken. Das bedeutet, wir machen uns hier ein Add, das heißt ein A gedrückt und linke Maustaste. Wir addieren die beiden Ergebnisse und jetzt gibt es was zu tun, weil wir ja zwei zusammen addieren. Das bedeutet, wir müssen es noch klempen, dass es nicht kleiner wird wie 0 und auch nicht größer wie 1. Das machen wir über einen Clamp. Der Clamp ist default sowieso auf Minimum 0, Maximum 1 und dementsprechend gehen wir von dem Add direkt in den Clamp. Die Parameter sind bereits definiert und von hier aus gehen wir in die Emissive Color. So, und jetzt sehen wir auch schon, dass wir dann hier sozusagen praktisch ein horizontales und vertikales Band haben. So, und dann gehen wir hier auf Save und wechseln wieder auf unsere Instanz. Jetzt sehen wir, dass wir immer noch den vertikalen Streifen, das vertikale Band sichtbar haben. Das liegt daran, dass beide Direction Switch auf True stehen. Das heißt, wir müssen einen ausschalten, sodass wir auch einen horizontalen Streifen bekommen. Gut, jetzt sieht das Ganze so aus. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei den Input Coordinates auf 6 gehen, dann wird das Sache langsam interessanter. So, das sieht jetzt zum Beispiel so aus bei 6. Bei 2 wird es so aussehen und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf 1 gehen und beim Offset auf 0.5, dann hätten wir so einen Effekt. Das Ganze natürlich wesentlich schärfer mit dem Parameter 2 und man sieht jetzt auch schon, dass das ganz witzige Anwendungsbeispiele sind. Gut, das wäre es jetzt soweit. Man kann jetzt zum Beispiel auch noch ergänzend dazu sagen, wenn wir hier auf 6 stehen zum Beispiel, haben wir hier zum Beispiel auch so eine Art Grid drüber. Das könnte man jetzt auch benutzen, dass man dieses Material als Mask verwendet, um eben dann die schwarzen Dinge als Texturen definiert dahinterlegt und das Ganze eben maskiert noch verwendet. Also generell ist der Vorteil jetzt von diesem Material, dass es eigentlich komplett ohne Texturen klarkommt und dementsprechend alles in der Materialnot gelöst wird. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es war nicht allzu kompliziert und tschüss, bis zum nächsten Mal.